Hallo, liebe Leute da draußen. Ich bin's wieder, euer Dave. Heute machen wir was Schönes. Ich wollte euch mal noch was ganz Nettes zeigen. Wie man im Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen haben, geht's ums Einfärben. Wir färben das Porträt hier ein. Ich habe ja schon verschiedene Porträts gemacht, jetzt farbrein. Sprich, wir arbeiten nicht mit reinem Schwarz, sondern wir bleiben farbrein. Wir arbeiten mit selbstgemischten Tönen, mit Komplementärtönen und mit einem selbstgemischten Neutralgrau. Wie ich das Ganze gemacht habe und was das für Farben sind, könnt ihr folgendem Video entnehmen. Das verlinke ich mal oben. Ich blende es auch hier nachher kurz ein. Da erkläre ich das Ganze nochmal. In der Download-Rubrik unten sind auch, glaube ich, die ganzen Töne drin, die ich da aktuell gemischt habe. Für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant. Genau. Und ja, ich arbeite da ja mit meinem selbstgemischten Neutralgrau aus 50% Brillantgrün und 50% Magenta. Und das fügt sich halt mega gut zu den restlichen Hauttönen ein, weil die gleichen Farben beinhalten, sprich Magenta und das Brillantgrün. Deswegen matchen die zu 100% mega gut und ich kann sie richtig gut machen. Was meine ich damit? Ich zeige euch mal zwei Porträts, die ich gemacht habe, wo ich mein selbstgemischtes Neutralgrau genommen habe, um schönere Farbverläufe zu machen, etwas abzudunkeln, etwas grauer zu machen, etwas bläulicher zu machen. Also da hat man viele, viele Möglichkeiten mit einem Neutralgrau, vor allem mit dem selbstgemischten. Jetzt habe ich jetzt hier das von Schminke, das Neutralgrau. Das ist natürlich ein Neutralgrau, wo ich nicht weiß, was drinnen ist. Das ist natürlich der Clou an der Geschichte. Das Neutralgrau hat halt eine andere Zusammensetzung. Da wird wahrscheinlich deutlich noch mehr Zeug drin sein, wahrscheinlich noch ein bisschen Orange etc. Das wird nicht so genau matchen wie mein selbstgemischtes. Aber deswegen wollte ich das bei dem Bild hier unbedingt testen, wie gut meine selbstgemischten Töne mit einem, sag ich mal, externen, fremden Neutralgrau reagieren. Wie gut das funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, bei dem Projekt hier nehme ich das einfach zum Anlass. Und probiere das einfach mal aus. Und das habe ich gemacht. Und es hat sehr gut funktioniert, by the way. Ich kann euch mal das Endergebnis zeigen. Ist geil geworden. Also das Bild generell ist ziemlich stark geworden, gefällt mir gut. Aber das Einfärben hat tatsächlich sehr gut geklappt und hat richtig viel Spaß gemacht. Das Neutralgrau von der Schminke passt sehr gut. Also es fügt sich relativ harmonisch und gut zu den selbstgemischten Hauttönen ein. Und da kann ich gar nicht meckern. Also das ist eine gute Alternative, wenn auch nicht für mich jetzt die erste Wahl, weil dann nehme ich lieber das Selbstgemischte, weil ich einfach genau weiß, dass das, ja, da kann ich es besser abschätzen, was mit der Farbe passiert, wenn ich das benutze. Und genau, aber ich wollte das mal, wie gesagt, mit dem vom Schminke ausprobieren und es ist eine gute Alternative. Und kann man auch, by the way, echt gut machen. Und so könnt ihr rein theoretisch auch eure Porträts einfärben ohne Probleme. Sieht dann immer noch nicht schlecht aus, ist immer noch farbrein und ist auf jeden Fall geil. Zum Thema farbrein habe ich eh noch ein paar Videos auf dem Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen. Wie gesagt, rein schwarz hat in einem farbreinen Porträt nichts zu suchen. So, genau. Jetzt seht ihr schon, lege ich gerade das Porträt an. Das werden wir jetzt nachher mal ein bisschen beschleunigen. Das ist jetzt hier nicht, darum geht es ja hier jetzt nicht. Das werden wir jetzt gleich mal beschleunigen, sodass wir direkt mit dem Einfärben beginnen können. Beim Einfärben zeige ich euch immer wieder mal die Pullen, die ich da gemischt habe, auch mit dem Mischungsverhältnis. Wie gesagt, in dem anderen Video, wo ich das Ganze erklärt habe, ist in der Download-Region sind dann da nochmal die ganzen Töne komplett drin. Also da könnt ihr das nochmal downloaden, genau, wenn euch das so interessiert, wie man das aus dem subtraktiven Farbraum rausmischen kann. Also ich habe das mit dem subtraktiven Farbraum gemischt, nicht irgendwie mit Rot und Gelb und so Käse, sondern halt auf der Schiene, weil mir das besser gefallen hat. Ist auch wieder Geschmackssache, jeder macht es anders. Pipapo, gibt tausend Sachen. Hier ist, wie gesagt, wieder nur ein Serviervorschlag meinerseits. Könnt ihr natürlich am Ende immer noch machen, wie ihr wollt. Könnt auch wieder weiterhin rein schwarz benutzen. Sieht halt kacke aus. So, dann würde ich mal sagen, spulen wir mal fix vor. So, oder vorgespult, wunderbar. Genau, wir fangen mit dem ersten Hautton an. Welcher das ist, zeige ich euch jetzt nachher gleich noch.
Wichtig dabei ist, dass wir. Boah, ich muss gleich niesen, Alter. Oh, jetzt doch nicht. Okay, wunderbar. Boah, boah, wenn es einen so kitzelt in der Nase und dann man nicht niesen kann. Schlimmste auf der Welt, ja. Ohne Scheiß. Genau, das ist der erste Hautfarbton, den ich habe. Ich habe mittlerweile sechs verschiedene, mit denen kann ich sehr, sehr viel machen. Von hell nach dunkel, ein bisschen rötlicher, ein bisschen brauner, ein bisschen gelber. Hier habe ich so einen schönigen, fleischigen Ton, der aber, wenn er dunkel wird, auch, also der auch relativ schnell dunkel werden kann, das sind ja alles transparente Töne. Wir färben es ja ein. Genau, deswegen ist beim Einfärben Obacht angesagt. Weil wir können sehr schnell dunkel werden, dann sieht es sehr schnell beschissen aus an manchen Stellen. Und wir müssen natürlich bedenken, dass wir an manchen Stellen, wir färben ja nicht das ganze Bild jetzt mit einem Ton ein und gehen dann mit dem nächsten drüber. Im Idealfall lassen wir an ein paar Stellen ein bisschen mehr Luft. Da seht ihr jetzt den aktuellen Ton. Magenta 60, Gelb 40, Brillantgrün 2 Tropfen. Unten seht ihr den Farbverlauf. Finde ich ganz nice. Ihr seht, gibt einen schönen, geilen, natürlichen Hautton. Genau, da müsste man jetzt aufpassen, wenn wir hier ein bisschen zu viel geben, wird er, glaube ich, relativ orangig, der Ton. Und genau, im Idealfall lassen wir natürlich an manchen Stellen auch einfach noch die Leinwand unbehandelt, weil wir da halt mit einem anderen Ton drauf gehen. Wir müssen ja nicht immer alles einmal voll einfärben, sondern wir gucken halt da, wo es sinnig ist, färben wir es ein oder lassen es dezenter, wenn wir wissen, dass wir noch mit einem anderen Ton daran gehen. Also hier nehme ich drei Hauttöne. Drei verschiedene Stufen. Für die Lippen nehme ich tatsächlich auch einen Hautton, der recht rötliche. Den nehme ich einfach ein bisschen satter, damit er für die Lippen, das hat irgendwie ganz gut gepasst, fand ich. Dann bleibt es irgendwie auch in der gleichen Riege drin und dann passt das gut. Man muss halt hier ein bisschen mit Köpfchen arbeiten und nicht einfach sinnlos alles einfärben und dann irgendwie mit einem anderen Ton draufgehen, weil dann haben wir natürlich vielleicht Farbverschiebungen, die nicht so exakt ideal sind, die, wie die wir brauchen. Mein Niesle. Und deswegen arbeiten wir hier mit Sinn und Verstand. Sprich, wir lassen an ein paar Stellen ein bisschen, geben wir ein bisschen ganz leicht oder lassen es generell weg, nehmen dann nachher den dunkleren Ton oder den braunigeren Ton oder den röteren. Halt so, dass es einfach passt. Das Bild gibt es farbig so nicht. Das habe ich einfach selber gemacht, wie ich Bock hatte. Sprich, hier gibt es kein Referenzbild. Habe ich mir einfach so ein bisschen rausgenommen, wie ich das im Gefühl hatte und muss sagen, dann klappt es immer am besten. Dann sieht das auch immer, oh, das dann hat es irgendwie, ja, generell passt es dann immer besser, finde ich. Genau. Und da gehe ich jetzt erstmal sachte ran, aber wie gesagt, beim Einfärben immer 10-mal sachter rangehen als alles andere und bei dem Porträt schon 3-mal. Das könnt ihr schlecht wieder rückgängig machen. Eigentlich fast gar nicht mehr. Da könnt ihr eigentlich immer nur noch dunkler werden. Wir gehen jetzt hier von ganz hell nach ganz dunkel. Ihr seht unterm rechten Auge da die Struktur am Finger. Das ist alles sehr schön hell. Das bleibt, glaube ich, relativ lange so. Das ist eine Leinwand übrigens, auf der ich hier arbeite. Die habe ich das erste Mal das Gesso probiert. Dieses Gesso behandelt nicht ganz so viel, glaube nur 2 Schichten oder so. Ich weiß, ich brauche viel, viel mehr Schichten, aber ich hatte da keinen Bock, jetzt 10 Tonnen Gesso drauf zu knallen. Alter, dann kann ich mir auch irgendwas Glattes holen, um drauf zu arbeiten. Brauche ich auch keine Leinwand mehr. Aber ich wollte es generell mal so ein bisschen ausprobieren. Generell ist das Ding hier ein reines Versuchsobjekt-Ding geworden. Am Ende doch ganz anders geworden, als ich mir das gedacht habe. Und deswegen kann ich hier die Highlights so noch rauskratzen, rausradieren, rausschaben, wie auch immer. Deswegen muss ich hier noch viel, viel mehr aufpassen. Und genau, man kann mit einem Ton natürlich super viele verschiedene Farbnuancen anbringen. Das sehen wir an der Nase, die ist schon ein bisschen dunkler. Wir wollen aber natürlich noch eine höhere Farbbrillanz reinbringen, noch verschiedene Farbtöne, damit das einfach ein bisschen sinniger, ein bisschen schöner, ein bisschen besser aussieht. Weil nur ein Farbton wäre jetzt auch möglich, aber dann sieht es halt irgendwie nicht ganz so voluminös und eher eindimensional aus, als ich das gerne haben wollen würde. Zudem ist das Gesicht natürlich hier so ein bisschen abgefuckt. Das ganze Ding ist ja eher ein bisschen spooky. Und da wollen wir natürlich auch die ganzen Flecken, die wir jetzt da drin haben. Die sehen jetzt natürlich mit dem Neutralgrau ein bisschen zu hart aus. Also das seht ihr jetzt, das sieht generell, wenn wir da drüber gehen, einfach zu dunkel aus.
Sprich, ich werde die ganzen Flecken, Kratzer, Risse in diesem Gesicht auf jeden Fall noch mit dem bräunsten, dunkelsten Ton nachher nochmal komplett nachfahren und das ein bisschen anpassen. Das Neutralgrau ein bisschen runternehmen, ein bisschen mehr Farbe reinbringen, das Ganze wieder ein bisschen rausziehen, damit das wieder ein bisschen besser passt und generell besser zu dem Porträt passt. Aber da müsst ihr halt mega aufpassen. Ein für sich ist Einfärben gar kein Thema, gar kein Ding. Man muss es halt einfach nur sachte machen. Sachte rangehen. Dann ist das echt kein Thema. Und genau, so gehe ich da jetzt Step by Step vor. Ich zeige euch immer die Pullen, die ich da gemischt habe. Wie gesagt, bei Discord gibt es da einen ganzen Abteil drüber, wo ich das alles reingepostet habe. Müsste der Channel sein mit den Schminkefarben. Da könnt ihr das Ganze auch nochmal sehen, auch nochmal die Farbmischerei. Ich habe da, glaube ich, sogar eine PDF zusammengestellt mit allen Tönen und so und wie das nochmal funktioniert. Vielleicht verlinke ich den Scheiß auch in dem Video hier drunter nochmal. Müsst ihr dann einfach gucken, könnt es auch runterladen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Sachen hier runterladen könnt über FileNet, dann guckt euch das Video an, wo ich erkläre, wie man das runterlädt. Bevor wieder, du kannst du mir schicken Zettel schreiben. Geiler Scheiß. Genau, jetzt haben wir das schon mal so leicht eingefärbt. Ihr seht, das sieht schon richtig geil aus. Also das Neutralgrau funktioniert hier erstaunlicherweise viel, viel besser, als ich gedacht habe. Und das kann man gut nehmen. Also generell, Schminkefarben finde ich geil. Machen mir noch mit am meisten Spaß nach wie vor. Von allen Farben gefallen die mir immer noch mit am besten. Und dann schauen wir hier mal schön weiter. Genau, jetzt machen wir, glaube ich, die Lippen. Genau. Ich glaube, ich habe ja tatsächlich drei Töne benutzt. Und das sind einmal die Lippen, einmal den Ton, den wir jetzt gerade eben hatten, und einmal der dunkelste, der braune Ton. Nochmal ein bisschen für die Tiefe, für die Risse und alles. Im Endeffekt aber fürs Gesicht habe ich den Rotton hier jetzt gar nicht so intensiv benutzt. Glaube ich nur an ein paar Stellen, also ich glaube fast nur zwei Töne. Aber ihr seht ihr, was man mit Neutralgrau und mit ein paar coolen Farbtönen, paar selbstgemischten coolen Farbtönen machen kann. Die eine gute Range haben, wenn man die eben kennt. Und ihr müsst die Farben einfach auf Papier ausprobieren. Übereinander sprühen, gucken, wie verhält sich Farbton X zu Farbton Y. Der mit mehr Magenta ist natürlich roter, der mit mehr Gelb ist gelber und verschiebt das eher ins Bräunliche, ins Umbra und so weiter. Das könnt ihr dann immer auch schön rumprobieren. Wenn ihr das einmal gut drauf habt, dann seid ihr farbentechnisch ganz fit unterwegs und könnt das generell besser anwenden für alle anderen Projekte. Also kann ich euch nur empfehlen, euch da mal euch hinzusetzen und da mal ein bisschen rumzuprobieren. Ihr seht, das ist jetzt eigentlich die Lippen sind eigentlich hier so ein relativ rötlicher Farbton. Der Hautton, den setze ich natürlich, wenn man den leicht ansetzt, so wie jetzt an der Stirn oder jetzt unter dem Auge, da kommt der auch wieder ganz anders. Das ist nämlich der, ihr seht im vorderen Bereich hier unten bei dem Farbstreifen, da ist das eher so ein Rotkäppchenrot, so eine sachte Röte. So benutze ich den eigentlich, aber hinten raus hat er natürlich ein schön kräftiges Dunkelrot. Und den habe ich die für die Lippen genommen. Genau, das ist eben der schöne Braunton. Ihr seht, der wird richtig schön dunkel hinten raus. Den finde ich richtig nice. Den habe ich jetzt eben für die Tiefe nochmal genommen. Und das war jetzt, glaube ich, das für die Lippen, oder? Nee, war das nochmal der dritte? Dann habe ich doch vier Töne genommen. Naja, ist ja auch wurscht. Ich glaube, ich habe doch den letzten Ton. Ich glaube, den letzten Ton, den ich jetzt gerade reingehalten habe, den habe ich gar nicht benutzt. So war das nämlich. Den habe ich nämlich hingestellt, aber nicht mehr benutzt, weil mir das dann nachher gut gefallen hat. Und genau, so muss man sich ein bisschen durcharbeiten. Ihr seht natürlich jetzt, sage ich mal, über dem rechten Nasenflügel, gerade so die Wange, da wo das Neutralgrau noch ein bisschen kräftiger ist, da gehe ich jetzt natürlich mit dem dunklen Braun nachher schön drüber. Das Neutralgrau noch so ein bisschen rauszunehmen. Mit dem hellen Ton ist es mir jetzt einfach zu crazy. Okay, dann nehmen wir jetzt aktuell den Ton. Wunderbar. Um da noch ein bisschen zu schauen. Ja, das meinte ich hier. Schönes weißes Papier nehmen, immer gucken, wie die Töne sich verhalten, wie schauen die aus, wie sind die hell, wie sind die dunkel. Da links haben wir jetzt eben schön den dunkleren Ton, aber immer noch ein bisschen so den fleischigeren Anteil. Da kann man sich so ein bisschen durchprobieren. Wenn man da ein bisschen Spaß dran hat, dann ist das eine geile Sache. Kann das durchaus sehr viel Spaß machen.
Und auch da wieder weniger ist deutlich mehr. Langsam rantasten und dann klappt es auch mit dem fucking Nachbar. So sieht es nämlich aus. Aber ich finde das gar nicht schlecht. Kann man natürlich so arbeiten, muss man nicht. Man kann natürlich auch gleich farbig loslegen und. Es gibt tausende Ansätze im Airbrush-Bereich. Eigentlich gibt es kaum noch ein falsch und richtig irgendwo. Jeder macht irgendwie so sein Ding. Aber ich fand das gar nicht schlecht zu wissen, dass man das relativ gut übernehmen kann. So kann man doch mal, wenn man irgendwas neutralgraumäßig malt, so wie hier, monochrom quasi, bis auf jetzt natürlich dann das Gesicht, dann war es nicht mehr monochrom. Aber dann kann man sich noch entscheiden, ob man dann doch noch nicht eventuell noch mit der Farbe ein bisschen was machen möchte. Ich habe natürlich links und rechts noch die Bänder dann auch schön fleischig gemacht, also eher so die Hautfetzen. Kam irgendwie ganz geil. Aber wie gesagt, da muss man dann schön, schön ruhig rangehen und das Ganze. Muss das Neutralgrau ist natürlich schon, also das von der Schminke, das Neutralgrau, das wird auch sehr, sehr dunkel. Wenn man das sehr oft übereinander legt, dann wird das auch sehr schnell, sehr stark dunkel. Sieht man da an den Fingerspitzen vor allem gut. Muss man natürlich aufpassen. Wenn wir da das, also das Porträt, was ich ja hier angelegt habe, das habt ihr ja vorhin im Schnelldurchlauf gesehen. Das habe ich sehr sachte angelegt, also wirklich sehr sachte und an ein paar Stellen ist es schon fast too much gewesen. Wie gesagt, gerade so an diesem Nasenflügel, gerade die Augen, unter den Augen da ein bisschen die Struktur, das war schon fast ein bisschen zu dunkel, fast schon ein bisschen zu krass fürs Porträt. Dann ist es natürlich mit dem Einfärben ein bisschen schwierig, weil dann sticht das sehr lange raus. Deswegen nehme ich da jetzt die Töne und korrigiere oder gleiche das nochmal ein bisschen an. Ah, da müsst ihr ein Auge für haben. Müsst ihr einfach probieren. Aber es geht. Das ist eigentlich so. Das ist eigentlich die Message. Es funktioniert. Es funktioniert gut. Und sieht immer noch relativ geil aus. Also muss nicht immer alles komplett mit Farbe anlegen. Wie gesagt, bei dem Porträt von meiner Tochter habe ich gar kein Neutralgrau benutzt zum Vorarbeiten, sondern gleich mit der Farbe geschafft. Kann man auch machen, aber ja. Immer so, wie man es für die Anwendung braucht, sage ich mal. Anwendung und Zweck, das muss halt immer passen. So, einmal das Mic ausgemacht, weil ich hier schneuzen musste. Bin seit sehr langem mal wieder ein bisschen verkühlt, aber mein Gott. Bin schon wieder fast durch, geiler Scheiß, kann ich wieder trainieren gehen. So sieht's aus. Aber ihr seht, so kann man sich langsam rantasten, kann da so ein bisschen machen. Da in den Schatten gehe ich natürlich mit dem dunkleren Ton jetzt überall drauf. Ganz zum Schluss glaube ich noch eben das ganz ganz sehr stark bräunliche. Und da kann man viel machen. Lässt auf jeden Fall viel, viel Raum zum Experimentieren und zum Spaß haben. Ist auf jeden Fall geiler Scheiß. Wie gesagt, hier kann ich nicht so gut radieren und auch nicht so gut kratzen und alles, weil eben die Struktur der Leinwand noch sehr stark da ist. Ich, wie gesagt, ich habe es nur zweimal eingestrichen mit dem Gesso, also muss ich hier dreimal mehr aufpassen, dass ich nicht zu stark dunkel werde. Ich habe jetzt hier rechts, ihr seht, so ein bisschen leichten Overspray, aber das ist mir relativ wurscht, weil ich da mit dem Neutralgrau noch sehr viel dunkel mache, deswegen geht das sehr stark weg. Das juckt mich eigentlich nicht. Sieht im Endeffekt eh keiner mehr. Fällt auch nicht mehr auf. Weiß ich, kalkuliere ich ein. Passt. An den ganzen anderen Sachen passe ich ein bisschen mehr auf. Die Fingerspitzen habe ich am Ende nochmal kurz ein bisschen mit Neutralgrau überzogen. Da war ein bisschen Overspray drauf. Hat auch gepasst. Also man muss nicht immer abkleben. Also bin ich eh kein Freund von. Hält mich zu sehr auf mit dem kreativen Prozess, wenn ich jetzt hier anfange, wieder das Scheiß abzukleben und dann mit der Leinwand hebt die Scheiße eh nicht drauf und ach, come on, dann arbeite ich lieber einmal mehr mit der Farbe und dann ist das gut, dann ist das geritzt. Ihr wisst schon, da gehe ich jetzt überall nochmal in die Flecken rein, ihr seht's, das Neutralgrau ein bisschen mehr runternehmen, ein bisschen mehr in die ganze Geschichte reingehen. So nehmen wir das alles ein bisschen runter, es bleibt trotzdem da, es wird schön, es gleicht sich schöner an, sieht ein bisschen besser aus, hat mir gut gefallen. Infinity macht wieder eine hervorragende Arbeit hier, generell die H&S-Pistolen sind hier wieder richtig nice. Sind einfach meine Lieblingsguns und werden es auch immer bleiben. Die habe ich intus wie nochmal was, macht einfach nur Bock, einfach nur Spaß.
Genau, hier nochmal ein bisschen Detailing. Ich mache auch nachher, ich habe ja hier mit Neutralgrau schon ein paar so Riefenkratzer reingezogen. Mache ich nachher mit dem dunklen Hautton nochmal. Ziehe ich nochmal ein bisschen nach, damit das nochmal ein bisschen dynamischer, nochmal ein bisschen sinniger ausschaut. Die Augen haben wir noch mit hier mit Neonviolett eingemalt. Eingefärbt habe ich die noch mit Neonviolett. Nochmal so ein bisschen, nicht ganz so krass, nur so ein bisschen, aber hat irgendwie gut gepasst zu dem Ganzen. Ha, kommt mir schon wieder das Mittagessen auch. So schaut's aus. Wollte ich euch einfach mal zeigen, wie ich das so gemacht habe an dem Projekt. Das wollte nämlich auch mal unbedingt jemand sehen. Jetzt hat es ja ewig gedauert. Wie gesagt, passt aber auch. Muss ich mal schauen, wann das Video online geht. Und, aber ist gar nicht schlecht. Also kann man machen. So, ich glaube, jetzt kommen wir zum letzten Teil der Einfärberei. Dann tun wir, glaube ich, noch ein bisschen rumkratzen. Und genau, ziehe nachher noch ein bisschen die Highlights raus. Nehme dann nochmal den hellsten Ton, gleichen das nochmal ein bisschen an. Einfacher ein bisschen schön mache. Damit es so eugeartig ausschaut. Ah, hier wieder mega geile Details. Richtig schön dran. Muss ich nichts rumfummeln. Nicht mit dem Druck runter oder so. Gar nichts hier. Immer 2 Bar, Vollgas. Trotzdem mega feine, geile Linien. So muss es laufen. So kann man ständig dranbleiben. Ach, das ist geil. Ich bin so ein geiler Typ, ey. Guckt euch das an. Nicht umsonst bin ich auch Deutschlands bester Airbrusher, oder? Machen wir uns mal nichts vor. So ist es. Sehe ich genauso. Geiler Scheiß. Wie seid die Lippen? Da habe ich ja ein bisschen so, ein bisschen Luft drin gelassen, damit das noch so ein bisschen die Falten simuliert. Da habe ich dann nachher noch mal ein bisschen, werde ich glaube ich nachher noch mal so ein bisschen nachkratzen. Ich nehme auch so ein bisschen, und das hat gar nicht schlecht funktioniert, hier den Knetradierer. Den habe ich von, wie heißt die Scheiße nochmal da? Ach, von irgendeiner Marke, irgendeine Bekannte, Castell oder, ja genau, Faber-Castell oder so, so ein Knetradierer. Den habe ich hier so ein bisschen drüber gezogen, der hat schön sachte die erhabenen Stellen abgezogen und dann gab das nochmal so einen schönen porigen Effekt. Das seht ihr jetzt hier auf der Kamera nicht, auch wenn es 4K ist. Das seht ihr auch bei den Bildern, die ich, also das fotografierte Bild, da seht ihr das auch nicht. Aber wenn ihr das in Natura sehen würdet, dann würdet ihr das sehen können. Und das sieht dann schon nochmal ziemlich geiler aus. Generell. Man hat immer Komprimierung. Das Video hat eine Komprimierung über YouTube. Die Bilder haben, vor allem die Fotos, Anna, die sind echt, da muss ich immer drauf, voll drauf aufpassen, dass mein Telefon nicht immer diese scheiß künstliche Intelligenz da anhat, weil die mir die Farben halt völlig verhunzt und alles viel, viel knalliger macht oder Kontrast erhöht einfach. Ach, machen wir es kurz um. In Natura sieht das immer geiler aus. So ist es. Es ist aber auch nur bei der Kunst so. Also bei Tinder ist es, glaube ich, eher umgekehrt. Scheiß Tinder. Ich weiß nicht mehr genau, was Tinder ist. Die scheiß Dating-App da. Mehr weiß ich aber auch nicht. So schaut's aus, ihr Pfläumchen. Aber wie gesagt, ich gehe da schön ran, mach das schön. Hier schön die Kratzer. Ein bisschen rausziehen alles. Kommt schon geil. Kommt schon richtig geil. Ich kann euch am Ende nochmals, zeige ich euch das Bild nochmal ein bisschen in größer, nur noch das Gesicht. Da ist dann schon ein bisschen Firnis drauf. Und dann sind da die Kontraste nochmal ein bisschen schicker. Aber hier schön mit dem Hautton. Sieht einfach ein bisschen geiler aus. Sieht viel geiler aus als mit dem Neutralgrau. Also mit Details muss man sich da echt zurückhalten, wenn man so ein Porträt vorlegt. Mit Neutralgrau, da muss man echt nur so, wenn dann so die leichten Outlines und wirklich sachte dranbleiben und dann kann man den Rest mit der Farbe nachher schön ergänzen. Ergänzen. So schaut es nämlich aus. So luge das.
Mache ich nur über schöne Details rein, die ihr nicht sehen könnt, aber die da sind. Ist halt schon mal cool so. Kommt einfach richtig geil. Ich mag das richtig. Das hat jetzt kriegt das Gesicht so eine richtig schöne. Jetzt wird es immer schön dreidimensional. Gute Nacht, mein Kann Engelchen. ich bitte mit dir schlafen? Magst du mit mir schlafen? Ja, ich bring dich ins Bett, ist okay. So, dann jetzt brauchen wir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr lange. Hier läuft ja wie immer alles in Echtzeit. Wie gesagt, jetzt machen wir nur noch ein bisschen was. Aber im Großen und Ganzen ist es das schon. Ist auf jeden Fall deutlich mehr Farbunterschiede drin, als ihr jetzt sehen könnt. Das ist leider immer so. Aber glaubt es mir einfach, sieht in Natura, das kann die Elke bestätigen, nochmal deutlich besser aus. Die war ja vor kurzem mal wieder zu Besuch. Genau. Finde ich ganz nice. Jetzt kommt nochmal ein bisschen Radier, Kratzer, Rubbel, Fuchtel und weiß der Geier was Action. Da teste ich aber jetzt noch ein bisschen rum. Wie gesagt, wegen dem Gesso drücke ich da noch ein bisschen stärker rum. Aber ihr seht, ich kann hier nochmal ein bisschen schön was rausziehen. Das Schöne ist, dass wir hier nicht gleich wie bei dem scheiß Createx-Synthetikpapier direkt wieder auf weiß bin. Da könnte ich das jetzt nicht machen. Da wäre ich direkt wieder auf dem weißen Untergrund. Hier kann ich tatsächlich nochmal ein bisschen die Farbe abnehmen und ein bisschen schöneren Effekt machen. Wie gesagt, hier mit dem Knetradierer nochmal ein bisschen, ja, ihr seht sogar ein bisschen an der Nase, dass man da nochmal ein bisschen so die Highlights rausziehen kann. Kommt ganz cool, sieht nochmal richtig schick aus, macht nochmal einen schönen Unterschied. Ziehe ich überall nochmal so leicht rüber, macht es aber nochmal deutlich. Wirklich echter. Ich meine, ist jetzt hier, soll jetzt hier nicht mega echt sein, aber wirkt dadurch trotzdem nochmal deutlich besser. Jetzt probiere ich hier nochmal rum, während ich die Leinwand zum dritten Mal schon hier rumschmeiße, wie das mit dem Radierfutzelautomat hier aussieht, aber ja, klappt mit dem jetzt nicht so geil, glaube ich. Oder nimmt mir zu viel runter, ich weiß es schon gar nicht mehr. Naja. Man nimmt halt alles Mögliche. Für die linke Outline am Gesicht entlang nehmen wir nachher das Skalpell. Da brauchen wir ein bisschen stärkeres. Da will ich eine stärkere Lichtkante haben. Damit das Ganze auch nicht ganz so untergeht. Doch hier noch ein bisschen Struktur nochmal einarbeiten. Mit dem Elektroradierer. Er wird nun mal heiß rumgerubbelt. Und ja, passt. Sieht auch ganz vernünftig aus. Kann man lassen. Funktioniert doch, glaube ich, ganz gut. Ja, liegt daran natürlich von den Highlights, dass wir da sowieso so mega sachte eingefärbt haben, können wir das natürlich wunderbar runterziehen. Hier an der Seite klappt das jetzt eben nicht ganz so gut, weil da halt deutlich mehr drauf liegt. Aber ja, so kann man sich rumprobieren. Dann wird das irgendwie immer besser. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, ob ich hier noch mit dem Skalpell arbeite oder nicht. Das sehen wir gleich. Sehen wir gleich. Genau, mal ein bisschen hier die Outline ein bisschen bearbeiten, damit wir nachher einen schöneren Kontrast haben. Genau, im Auge. Da arbeiten wir nachher eh noch mal ein bisschen mehr, aber das seht ihr nicht mehr. Das ist nicht mehr mit drin. Aber das Wichtigste habt ihr gesehen und das ist das Porträt einfärben. Das ist wichtiger und das habt ihr jetzt in der vollen Gänze gesehen. Man hier nur so ein bisschen die Lichtkegel, ein paar Lichtstrahlen rein. Und gibt das alles nochmal einen ganz, ganz chilligen Effekt. Mal so ein bisschen hautporig was reinarbeiten. Können wir hier eh gut machen, ist eh so ein abgefucktes Gesicht. Kommt es nochmal deutlich besser. Wir nehmen die Brush, a lot of bushes und machen hier ein bisschen die ganzen Radierkrümel weg. Machen noch ein bisschen hier rumspielen, ein bisschen da rumspielen. A little bit of details. Do you know what I mean, bitch? Und deswegen machen wir hier noch ein bisschen was. Sind aber fast durch.
Nehme ich das Skalpell nochmal? Ich glaube, wir arbeiten nochmal mit dem hellsten Ton hier und da nachher noch ein bisschen was nach. Nehmen nochmal ein bisschen Highlights runter. Gleichen das nochmal ein bisschen an, da wo es ein bisschen too much wird. Das ist das Schöne an den transparenten Tönen, da kann man immer ein bisschen hin und her arbeiten. Genau, die Lippe stimmt. Die Fat Lip hier. Da kratzt man noch ein bisschen rum. Mal noch ein bisschen Details rein, die wir von. So lange hat es jetzt gebraucht, bis der Nieser rauskam. Hey, leco mio. Und halbe Nase weggeflogen. Boah, das ging mir jetzt ja richtig, richtig ins Kreuz, du, hey. Boah. Leco mio. Genau. Oh, man, da jetzt noch mit dem Skalpell kann man natürlich nochmal punktuell ein bisschen besser arbeiten. Vor allem habe ich das nachher nochmal in den Augen gemacht und so. Einfach nochmal punktuell. Da kann man natürlich richtig schön auf den Grund runterschaben, wenn man denn möchte. Und das kannst du natürlich damit richtig schön machen. Kannst auch natürlich nochmal deutlich feinere Kratzer und Riefer machen und so. Habe ich jetzt hier nicht mehr gemacht, aber eben für die Outline nochmal ein bisschen. Ein bisschen was gemacht. Das gibt dann passt das ganz gut. Ich glaube die Outline ziehen wir. Wie gesagt, die Lippe, die arbeite ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen nach. Das sieht mir einfach sonst zu hell aus. Wie der Teddybär da hinten so dumm rumgrinst. Geiler Scheiß. Das Video ist ein Weilchen her, ist ja schon alles umgebaut, her und umgestellt. Sieht ja schon lange nicht mehr so aus, schon sicher seit einem halben Jahr. So, das sehen wir jetzt noch ein bisschen mehr außer meiner fettigen Haarfrisur. I hope so. Ah, hier nehme ich dann mal das Braune, das Kackbraun. Das habe ich da vorne schon reingehalten, Mensch. Habe ich bloß wieder vergessen. Habe ich es halt nochmal gemacht. Ja, ist ja wurscht, oder? Ja. Dann waren es vorhin doch nur die zwei Töne, die zwei Hauttöne. Und jetzt kommt der dritte. Nochmal. A little bit of detailing. Ja, da gehe ich nochmal an die ganz dunklen Stellen ran. So wie ich es gesagt habe, einfach nochmal ein bisschen. Das Neutralgrau ein bisschen rausnehmen. Aber nur noch dezent. Das ist ziemlich, also wenn man das gut drauflegt und natürlich die anderen Töne, die jetzt schon drauf sind, verändern den Farbton natürlich zusätzlich. Muss man immer im Auge behalten, die Farbverschiebungen. Weil es sind ja alles dieselben Töne, dieselben Farben. Bloß in einem anderen Mischungsverhältnis. Deswegen muss man da natürlich, wenn man so arbeitet, natürlich ein bisschen mehr aufpassen. Der Ton verschiebt sich natürlich hier und da nochmal ein bisschen anders. Wie er jetzt fertig aus der Pulle kommt, müsst ihr natürlich immer im Blick haben. Wenn ihr das natürlich jetzt über so einen schönen magentahaltigen Untergrund schon draufhaut, dann verschiebt euch das natürlich nochmal ein bisschen stärker in eine andere Richtung. Also da müsst ihr noch ein bisschen experimentieren, am besten vorher auf dem Papier, bevor ihr das am laufenden Objekt macht, so wie ich. Nein, Spaß, ich habe natürlich schon ein bisschen im Vorfeld abgecheckt, wie das alles aussieht und schon viel, viel vorher. Ich habe ja die ganzen anderen Videos gemacht und mich sehr intensiv mit der Farbenrum-Wichserei da beschäftigt und deswegen habe ich das ganz gut im Blick. Genau, jetzt mache ich hier nur noch so ein bisschen die ganz dunklen Stellen und dann ist das nämlich fertig. Ziehe natürlich noch die Highlight-Seite raus und dann ist das ein Gefärbe hier schon fertig, aber das ist nicht mehr mit drauf, das seht ihr schon gar nicht mehr. Habe ich nicht mehr mit aufgenommen. Aber wie gesagt, das Wichtigste habt ihr gesehen und sollte soweit auch passen. In diesem Sinne bin ich raus und viel Spaß beim Rumexperimentieren, viel Spaß beim Brushen, liebe Leute draußen und auch die nicht so netten. Oh, jetzt ist meine Maus aus. Jetzt muss ich ja weiter schwafeln, bis ich ja Akku. Du Dreck. Gut, in dem Sinne reingehauen.